Und Platz 1, das Tor Nummer 2. Doppelt so viele Stimmen wie alle anderen zusammen. Aber es war ja auch fantastisch. Rainer Krieg gegen die Gladbacher für den KSC. Es war das 3:2 nach Zitterminuten am Ende. Dann 4:2 für die Karlsruher, die ja auch am Wochenende für eine Überraschung gesorgt haben. Glückwunsch und die Medaille. Dankeschön. Damit ich das nicht vergesse, wir wollen das immer so ein bisschen hinhalten, damit wir das einmal auch groß gesehen haben. Ich nehme an, Sie finden einen schönen Platz dafür. Und ich freue mich, dass ich mit Ihnen einen Youngster heute hier begrüßen darf. Vor einem Jahr hätten Sie im Traum daran gedacht, dass Sie mal in der Bundesliga so erfolgreich sein würden und hier stehen würden? Nein, bestimmt nicht. Wenn mir das vor einem Jahr jemand gesagt hätte, hätte ich ihn für verrückt erklärt. Aber es geht halt schnell manchmal im Leben. Vor 14 Tagen waren Sie noch Vertragsamateur beim KSC. In der Zwischenzeit haben Sie einen Vertrag unterschrieben. Ja, letzte Woche am Freitag habe ich einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Für diese und die nächste Saison oder noch ein Jahr weiter? Für diese und die nächste Saison. Option? Nein. Da wird es ja nichts mit denen, die schon auf der Warteliste standen. Ich habe gehört, die Dortmunder haben schon mal geguckt, selbst Eintracht Frankfurt. Die Mannschaft, die Sie lange übersehen hatte, hat sich nach Ihnen erkundigt. Ja, warum haben Sie sich für KSC entschieden? Ja, das Umfeld in Karlsruhe stimmt. Ich bin gut aufgenommen worden. Und auch Trainer Schäfer hat immer mit jugendlichen Spielern hochgebracht. Und da habe ich mal gute Chance ausgerechnet, wie ich gewechselt bin. Und bis jetzt bin ich auch zufrieden. Eigentlich sind Sie ein Spätstarter mit 24. Hatten Sie noch an eine Chance geglaubt? Eigentlich nicht. Ne? Ich hatte also einen Kreuzbandriss und da war schon eigentlich die ganze Träume vorbei. Aber ich bin halt froh, dass es jetzt halt doch noch geklappt hat. Sie sind ein hessischer Bub, wenn ich das so sagen darf. Bernbach, wo liegt es denn? Das liegt 50 Kilometer hinter Frankfurt. Und dort ist auch Herr Ott. Dort ist auch Herr Ott, ja. Das ist der Trainer, der Sie Winfried Schäfer empfohlen hat. In der Zwischenzeit haben Sie natürlich dort nicht begonnen, aber Sie haben in einem ganz kleinen Verein gespielt. Das ist SV Sotzbach, ja. Haben Sie da noch Kontakte hin? Da habe ich noch Kontakte, da wohne ich auch noch, die Eltern. Mhm. Und da werde ich auch bestimmt irgendwann wieder zurückkehren hin. Ja, als Sie mit 22,5 da so in etwa die große Bundesliga-Luft geschnuppert haben, war das da ein Nachteil, dass Sie eigentlich vorher nur bei kleinen Vereinen gespielt haben? Oder haben Sie dort so die Kaltschnäuzigkeit sich angeeignet, die man ja in der Bundesliga braucht? Ja, eigentlich nicht. Ich glaube, wenn ein Torjäger, ein Instinktfußballer in der niedrigen Klasse Toren erzielen kann, dann kann er es auch in der oberen Klassen. Aha. Das glaube ich also, ist für alle allgemein zu sagen. Im Kicker habe ich gelesen, Krieg über Krieg, wenn ich auf dem Sportplatz bin, denke ich an nichts. Ja, das ist halt auch leicht gesagt als Torjäger, aber na gut, so denke ich halt, wenn ich auf dem Platz bin, dann überlege ich nicht lange und bis jetzt klappt es auch gut. Irgendjemand hat mir gesagt, Sie haben ein ähnliches Tor wie dieses, was unsere Zuschauer gewählt haben, ja kürzlich nochmal erzielt, ähnlich im Pokal, ja, beim HSV, ne? Ja, ähnlich gegen den HSV. Nicht, aber es war auch ganz gut, fand ich jetzt. Und die Mannschaftskollegen haben es auch gesagt, aber muss man mal sehen, was draus wird. Ja, drei Tore in der vergangenen Saison, da waren Sie Joker, Sie kamen hier erst so, ich glaube, zur Halbzeit. Hm? In dieser Saison sind schon vier dazugekommen und ein Stammplatz, kann man das sagen? Ja gut, die letzten vier Spiele habe ich jetzt immer von Anfang an und ich denke schon, dass ich auf dem Sprung bin zum Stammspieler. Ja, jetzt sind Sie auf dem Sprung zum Ziehen. Es geht nach Dresden, Deutschland-Mexiko, Abschiedsspiel für Rudi Völler. 3x2 Karten haben wir, sicher eine schöne Reise, eine schöne, interessante Stadt. Mit Tor Nummer 2 ist dabei, mit einem richtigen Absender, Heinrich Stimpel. Zu den Karmelitern 4.300 in Essen, das ist der erste Gewinner. Der zweite ist Ludwig Roald, Johann Richter, Straße 21 in Chemnitz. Und der dritte? Und der dritte im Bunde ist, da haben wir ihn doch, Thomas Simon, Marktplatz 18, 3432, Groß-Almerode. Allen, die mitgespielt haben und die jetzt auch gewonnen haben, darf man einen herzlichen Glückwunsch sagen. Es werden noch 10 Preise ermittelt. Wir haben hier auch noch das Fußballbuch 92. Und für Sie habe ich von Herbert Fassbender, dem Herausgeber, auch noch ein persönliches Autogramm für das Sportschau-Team. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann noch mal wieder. Mit dem KSC geht ständig aufwärts. Sie haben gesagt, ich brauche ja auch nicht weg, weil wir ohnehin in UEFA-Pokal kommen. Ja, das hoffe ich ja. Ja, ich habe es ein bisschen verbremdet. Danke. Danke. Alles Gute. Vorhin habe ich eine Frage eigentlich noch auf der Zunge gehabt, jetzt kann ich sie stellen. Ist Ihnen der Umstieg nach Karlsruhe aus einem verhältnismäßig kleinen Ort eigentlich schwer gefallen? Ja, anfangs hat es etwas Probleme, aber im Großen und Ganzen ist er sehr gut vonstatten gegangen. Also da habe ich mich gleich wohlgefühlt, die Leute sind in Ordnung.
Das fand ich schon sehr gut. Über Bundesliga-Profis wird gelegentlich in Bezug auf ihre Verdienstmöglichkeiten in der Öffentlichkeit kritisch diskutiert. Und es heißt auch, sie verweigern die Arbeit. Ist Ihnen sowas irgendwann schon mal aufgefallen? Haben Sie mal gedacht, mein Gott, ich habe heute die Faxen dick, ich will nicht mehr? Eigentlich nicht. Also mir ist nicht bekannt jetzt von anderen Spielen. Und ich kann von mir nur sagen, dass Fußballer eigentlich immer spielen wollen. Und glaube ich nicht, dass da irgendwie was, dass sowas gibt überhaupt. Alles Gute nochmal, Herr Krieg.